Ja, liebe Leute, und da sind wir wieder. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das Buch für diesen komischen Chiffrecode, den wir da hinten gefunden haben, wohl nicht hier liegt. Wir müssen es also irgendwo anders suchen. Ich habe bloß keine Ahnung, wo. Aber vielleicht klärt sich das ja auf dem Weg zur Hall of Heroes noch auf. Oh, da liegt noch was. Habe ich gerade übersehen. Machen wir erstmal hier den Weg frei. Raiffeisenbanken, ne? Wir machen den Weg frei. Das wird absolut fantastisch. Oh, du hast jetzt auch sowas? Ist ja cool. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Okay. Ja, Alter. Wie viel denn noch? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Die Strecke ist frei. Elisabeth, kommst du? Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Oder auch nicht. Oder sind wir jetzt wieder da, wo wir hergekommen sind? Nee. Booker, hier ein Gewehr. Ich hab doch schon ein Gewehr. Ein Scharfschütze. Oh, 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 oh. Noch besser. Geil. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg. Wow. Danke, Elisabeth. Panzerfaust? Oh, cool. Oh, ich würde am liebsten alles mitnehmen. Warum kann ich nicht? Das Scharfschützgewehr behalte ich. Ist ja so mein Favorite-Ding. Hm. Ja, wer bist du? Hier, gut aufheben. Danke. Gut so. Halt, 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 halt. Da habe ich doch was blinken sehen. Ach. Wer ist das? Er wieder. Slate. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Dauert noch ein wenig. Es macht ja schon Spaß, mit der Panzerfaust hier alles abzumähen. Irgendwie. Hier, Munition. Hier, das wird helfen. Vielen Dank. Danke. Na, wo ist er? Ich muss mir angewöhnen, mich immer hier
die rechte Maustaste zu drücken, um wieder aus dem Visier rauszukommen. Da ist noch ein bisschen Salz. Ist voll. Schnauf doch nicht so, Mädel. Uns passiert schon nichts, du hast mich dabei. Na, wo seid ihr? Ich finde euch alle. Oh, 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 da war wohl einer. Da stehst du also. Zeig, was du kannst. Na, wo ist er? Noch. Nein, 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 wollte ich doch gar nicht. Oh, Geld. Ich will irgendwie auch die Panzerfaust nicht hergeben. Die ist irgendwie auch so cool. Ich glaube, mir wird irgendwann nichts anderes übrig. Oh, 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 okay. Oh. Kohle. Ah, Dankeschön. Sehr nett. Klappt doch. Bis auf das Nasengeschniefe hier andauernd. Kriegt das einfach nicht los. Hat den heißen Kaffee nicht trinken sollen. Fängt aber die Nase an zum Laufen. Ah, ich bin voll. Dollar Bill. Ist da jeder wenig wie die Vigor? Den gibt's ja nicht, oder? Oder? Ich glaube, wir sind angekommen. In der Hall of Heroes. Einfach mal die Augen offen halten. Liegt hier. So. Stürmen wir mal die Bude. Zack, zack und rein geht's. Bam. Durch den Ladebildschirm. Direkt durch, würde ich mal sagen. Der sicherste Weg. Kann man nirgendwo runterfallen. Boah. So. Slate war nah. Hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Oh, du hast eine Lampe. Such Shock Jolly in der Hall of Heroes. Suchen wir doch mal. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Du hast ihn auch nicht dabei? Nee. Und du? Nee, du hast ihn auch nicht dabei. Mann, 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 Mann. Und du? Diese Statuen sind mir irgendwie unheimlich. So, Krähenfalle. Das will ich haben. Ja.
Ja. Das gefällt mir doch. Und dann müssen wir jetzt bloß noch hier. Zack. Und dann wählen wir hier nochmal den aus. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Genauso will ich das haben. Ist hier noch Geld rum? Nee. Aber da drin. Ich hab's gesehen. Armory brauchen wir nicht. Halt, warte mal, warte mal, warte mal. War das nicht der Upgrade? Ja, das war der Upgrade. Karabinerschaden. Ah, das ist. Oh. Präzisionsboost. Schadensboost. Schadensboost. Schadenpräzisionsgewehr. Das ist mir alles zu teuer. Tut mir leid. Gut, das hören wir uns noch an. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Da steht man nichtsahnend in der Umkleide. Und dann hüpfen da draußen so komische Gestalten rum hier. Zum Beispiel. Ah, ich glaube, ich nehme doch lieber das Maschinengewehr mit, anstatt die Panzerfaust. Oder doch lieber die ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die Beherrschung liefert entflammten Geliebten. Ich glaube, wir müssen da durch. So. Unser Prophetvater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. War das schon alles? Siehst du, du bist ein Killer, Booker! Gib uns das Schockjockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich irgendwas Komisches passieren wird. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein Folgenpäuschen. Bis dann. Tschö, tschö.